بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والنور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. Hallo, ich bin's euer Kadir wieder. Wir machen jetzt eine ganz kleine Moscheeführung. Die wird klein, aber effektiv sein, inshallah. Heide, kommt mit. So, hier steht der Name des Propheten Moses. Und hier steht der Name des Propheten Jesus. Und hier steht der Name unseres Propheten Hazreti Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Und gleichzeitig auch der letzte Prophet. Und hier steht der edle Name Allahs, unser Schöpfer. So, das war's mit der Moscheeführung heute. Ich übergebe Sinan und Markus den Hoca Mustafa. Selamun aleyküm hocam. Gençlerin birkaç sorusu var. Size emanet ediyorum. Du hast doch vorhin ein paar Fragen gehabt und ich meinte, merkst du dir und stellst sie nachher unserem Hoca. Ja, was ich gerne wissen wollte, auf jeden Fall, warum tut man sich denn das Fasten an und was erhofft man sich denn davon? Okay, Oruç sadece Cenab-ı Hak diyor ki benim rızam için o tutulur diyor. Yani sadece benim rızamı gözetmek. Neyse, wir machen das, weil Allah sagt, du machst das nur, damit ich barmherzig mit dir bin, zu jedem von seinen Geschöpfen. Und wir machen das, damit wir die Probleme von den anderen Menschen auch erleiden können und auch selber spüren können. Jemand, der satt ist, kann die Probleme von einem Hungernden nicht spüren. Was für mich halt noch wichtig ist, was ist denn noch so der Unterschied zwischen Islam und Christentum? İslam ile Hristiyanlık arasında bir fark açık ve net bir şekilde zaten. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass der Islam keinen Widerspruch im Monotheismus hat. Weil nach unserer Auslegung hat das Christentum einen Widerspruch im Monotheismus, weil es halt die Dreifaltigkeit gibt. Das heißt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dafür gibt es die Sure Ihlas, die Allah offenbart hat, die sagt, dass Allah nur einer ist und dass er Samad ist. Das heißt, dass er auf gar nichts, was auf der Welt gibt, angewiesen ist. Und umgekehrt, dass alles, was es auf der Welt gibt, auf ihn angewiesen ist. Und dass er nicht geboren wurde und nicht geboren hat und dass ihm gleichzusetzen gar nichts ist. Okay, vielen Dank. Okay. Meine letzte Frage ist, wenn man den Weg zu Gott sucht, warum sollte man sich den Islam aussuchen? Güzel bir soru. Çünkü İslam Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugün Also der Islam ist die Religion, die schon vom ersten Menschen und Propheten Adam andauert. Und Allah sagt, dass bei ihm nur der Islam als Religion anerkannt wird. Und der Islam nur der Islam kann dir wirklichen Frieden geben, also wirklichen Seelenfrieden geben und innere Ruhe geben. Und die Menschheit ist darauf angewiesen. Und wir glauben einfach, dass der Islam zu jeder Zeit immer die Religion von Allah war, also von dem einen Schöpfer war. Und dass die Menschen halt darauf angewiesen sind. Okay. Dann weißt du Bescheid, das hilft mir schon sehr gut. Hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşınız. Ben teşekkür ediyorum. Yeniyor musunuz? Yok. Hocam vakitte yavaş yavaş girecek bizim de arkadaşımız var. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Als ich das erste Mal in die Moschee reingegangen bin, das war ein sehr neues Gefühl, aufregend, spannend und auch spirituell, denn man hat gemerkt, dass die Leute hier ihrer Religion sehr stark nachgehen und dass es sehr wichtig ist, halt hier zu sein. Mit dem Imam, das Gespräch mit dem Imam war auch sehr gut. Mustafa Hoca hat das sehr gut erklärt, hat auf die Fragen sehr gut geantwortet und so blieb keine Frage für mich offen. Also wo Markus in die Moschee reinkam zum ersten Mal,
habe ich ihn schon sehr auf ihn geachtet und muss sagen, er hat sich links und rechts umgeguckt, war, hat schon erstaunt geguckt, hat mich auch öfter angeguckt und also ich glaube, er fand das schon also sehr, sehr tiefgründig. Also ich denke schon, er hat sich dafür interessiert und das Gespräch mit Mustafa Hocam, das war, ich fand es ganz gut. Also er hatte Fragen an ihn und Mustafa Hocam hat auch seine Antworten gehabt, also es war wirklich informativ. Dein zweites Gebet, Markus, wie fandest du es? Es war gut, also hast du schon auch sehr gut erklärt, genau wie du es gesagt hast. Du hast also gar nicht geguckt und so, war total flüssig, also ganz liquid lief das halt. Ja, läuft langsam, ne? Lass ins Büro gehen, komm rein. Ich denke, das ist auch gut. Das ist das Büro. Salut.